Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 6. So. Wir machen jetzt die Mission, das verlorene Paradies. Ja, sehr schön. Erneuerbare Energien sind auch da, anhand von Windrädern. Mhm. Ein Haufen Ziele sind da noch, diese ganzen Nebenmissionen. Unidentifizierter Pilot, landen Sie unverzüglich. Dies ist Ihre erste und letzte Warnung. Gott, verdammt! Ja, ich lande doch schon, ich lande doch schon. Warte. Wo ist es? Hier. Machen wir das doch gleich. Meter, okay. Oh, Alter. Katastrophe. Schauen wir mal, dass wir das dieses Geschütz von hier aus treffen können. Kommt man da auf den Silo hoch? Auf das auf jeden Fall, aber da vorne? 200 Meter. Müssen wir mal gucken, ob wir das von hier aus treffen. Wäre nämlich cool. Ah ja. In Hammer. Wechseln. Der war auch guter Schuss. Upsa. Was wird man hier noch für ein Kettle? Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt neue Fundorte von diesen FND. Was? Alter, wie bist denn du drauf? Also ganz knusper war der jetzt nicht, gell? Oh, guck mal, Mine.
Wie kommen wir zum schnellsten dort rüber? Ist hier irgendwo ein Hafen? Ein Boot klauen können? Das ist ein Jetski. Ja, perfekt. Da ist aber noch ein Schatz. Nichts drinne. Schatz. Ist hier gekritzelt. Hübsches Bild. Nicht genug Druck. Das Tor auf. Oder? Ja, da geht's ja noch weiter. 1, 2, 3. Nicht genug Druck. Ah, da hinten. Mal bewegen? Nee. Benötigen wir einen Schlüssel? Denn da jetzt noch ein. Jetzt mal schnell ein Ventil. Da ist die Schlüsselkarte. Warte mal, folgen wir doch einfach mal den Rohren. Da geht's auf. Da ist es, ah, okay. Wie komme ich denn da jetzt am schicktesten hoch? So. Na klar. So. Jetzt hat. Ah, wer sucht denn den, ne? Verschluckt. Oh nein. Ziemlich viel. Also, Maria übernimmt den Laden. Aber der Besitzer ist hier noch irgendwo. Ich muss ihn finden. Ja, leichte Drogenpartie.
Oh, Scheiße. Fuck. Landschaftlicher Rundbrief. Okay. Das brauchst du ja sicher nicht mehr, oder? Ja, cool. Ich pass für dich drauf auf. Flüssige Courage haben wir abgeschlossen. Oh, in den Orbit, Raketenwerfer, ja voll. Nehmen wir gerne mit. Gut, haben wir die Schatzsuche auch gemacht. Schön. So, jetzt gehen wir weiter Richtung. Ja, wir kommen jetzt hier raus. Hier. Ganz easy. Und einmal im Kreis gelaufen. Jawohl, so macht man das. Da draußen geht es gerade tierisch ab. Keiner weiß warum. Geh mal weiter. Halt, warte, ich wollte doch das Jetski nehmen. War doch da am Boot. Da am Steg. Esperanza, Rang 14. Ja, da kommen wir auch bald hin. Ganz kurz die Karte gucken. Mal da rumfahren. Ja, da kann man rumfahren. Die war da am Angeln. Schön, schön. Achso, das war eins dieser Festen, was man nicht kaputt machen kann. Okay. Schade. Gut, gehen wir jetzt erstmal zur Clara. Ja, nette kleine Schatzmission gemacht. Ja, war jetzt nicht unbedingt schwer. Man muss halt nur genau gucken, wo was ist. Da hinten ist gelber Rauch. Hier ist auch nochmal irgendein Versteck. Da hinten müsste so eine Vorratslieferung sein, oder? Ich sollte helfen. Spezialeinheiten. Konya. Ach du Scheiße. Das ist ein Sperrgebiet hier. Ja, heute nicht mehr. Ich bin der bessere Position!
Was hält denn der aus? Das finde ich halt ein bisschen krass übertrieben, ne? Dass die so viel aushalten. Übertrieben. Ein bisschen Munition wieder. Da drinnen wäre was, aber. Hier ist es. Hab gehört, du hast heute Nachtschicht. Was für eine Regel. Haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen weiteren Platz. Ja, überall der Feind. Hallo. Moin. Erstmal Munition aufhören. Tauch eine Zeit unter. Alter, Kleck, ich wollte gerade meinen hier. Ach, das war jetzt freundlich gemeint, okay. Die Sprengsätze kommen hier, hier und hier hin. Rede geht los, Ladung gehen hoch. Wir ziehen einen Ring aus Feuer, heißer als das Arschloch des Teufels. Und das heißt? Castillos Truppen kommen nicht raus und Verstärkungen kommen nicht rein. Und Danny ist mittendrin. Und dann was? Danny tötet El Presidente. Wunderbar. Hey, Danny. Danny! Was für ein geiler Supremo! Ich soll Anton Castillo töten? Heute? Anton hält heute seine jährliche Unabhängigkeitstagsrede im Hotel Paraíso live. Juan hat Infos, wo genau seine Sicherheitsleute postiert sind. So eine Chance gibt's nur einmal. Wir schlagen der Schlange den Kopf ab und machen uns Stiefel aus ihr. Mierda. Und du bist einverstanden? Ein Diktator zu töten, der unser Land schändet und unser Volk versklavt? Ich denk drüber nach. Und du so? Ich habe noch nie einen Präsidenten umgebracht. Das ist ein Attentat, Danny. Pures Guerilla-Meth. Gott, ich muss duschen. Und du brauchst das hier. Du wirst eine gottverdammte Guerilla-Legende. Ich ruf dich an. Er ist zu begeistert. Er hat recht. Töte Castillo und Libertad erhebt sich aus dem Chaos. Und danach? Wer weiß? Wer weiß? Geh und leg den Comemiera um. Viva Libertad! So, jetzt ist es soweit. Ja, das verlorene Paradies. Lege Sprengstoff den Kontrollpunkt. So, da würde ich sagen, das machen wir jetzt erstmal in der nächsten Folge. Gehen wir ein bisschen unter Deck. Und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.